Mir der Wein irgendwas? Außer Gewicht. Ausdauer. Ich nehme mal Wein mit. Warum nicht? Ich habe mittlerweile ein bisschen Traglast. Das geht. Da unten war ein kleines Camp. Hier war noch genug von den Beschwörern und Novizen. Hier oben sind noch Ruinen. Oh, hoppala. Ich wollte eigentlich noch nicht runter. Naja, was soll's. Da gehen wir gleich rein. Ruhe. Naja. Schöne ist in dem Dungeon drinne, ob nur Festung oder was anderes, ist es ja meistens ein bisschen dunkler. Da sind wir noch ein bisschen mehr getarnt. Das ist schon mal ganz gut so. Ich war jetzt schon relativ im Hellen gerade. Von daher. Und hier gibt es, glaube ich, auch nichts, ne? Genau. Hier waren die Damen und Herren der Schöpfung. Hier sind noch Fässer. Ach, leer. Na toll. Da ist noch was drin. Ach, ne, Apple. Tomaten. Kochen könnte ich auch mal machen. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal angedeutet. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so profitabel. Das gilt sich leider auch nicht. Das finde ich eigentlich ganz schade. Was ich mir für Elder Scrolls 6 auf jeden Fall wünsche, ist so wie bei Elder Scrolls Online, dass man zum Beispiel angeln kann und dass man halt auch, ich sag mal, kochen weiterhin machen kann, dass es sich ein bisschen mehr lohnt und halt das Ganze auch, ich sag mal, skillen lässt. Das wäre ganz schön. Weiß gar nicht, wo ich zuerst gucken soll. Ach, leere Weinflasche, genau, das brauche ich auch unbedingt. Nix. Hier ist nichts. Mach weiter. Ich werde wohl etwas nervös. Alter. Ganz schön gesoffen, oder? Wenn ich das so sehe. Meine Fresse. Oh, Gift. Was? Giftrezept. Gesundheit senken. Also ich habe Gesundheit wiederherstellen gelesen. Im ersten Moment. Eisenerz, das ist immer gern gesehen. Silbererz sowieso. Chirimis Herz von Aniquia. Von Livius Persus, Professor von den kaiserlichen Universitäten. Naja, ich blätter das mal durch. Das ist Band was? Ach du Scheiße. Das ist Band 18, wenn ich das richtig sehe. Für diejenigen, die neu dazugekommen sind, ich blätter das immer durch. Ihr könnt dann gerne pausieren und euch das durchlesen. Ich lese mir das in Ruhe dann mal durch, wenn ich die Zeit dafür habe.
Weil ich lese A nicht gerne vor, B dauert das ewig und 3 Tage im LP. Gerade wenn das so viele Seiten sind. Wenn mir mal danach ist oder was Story relevant ist, wie ein kleines Tagebuch, dann machen wir das mal. Aber ansonsten, schwarzer Seelenstein, ist das doch zu zeitraubend, weil ich habe schon das eine oder andere Mal vorgelesen und das hat dann eine ganze Folge eingenommen oder anderthalb. Das ist dann nicht so passend. Das ist, das muss nicht sein. Runter gehen wir dann gleich. Wir gucken uns mal noch um. Hier ging es raus, ne? Nee, Holztür. Ach, von der anderen Seite. Das ist wahrscheinlich dann der Ausgang. Runter geht's sofort. Jemand noch hier? Sieht nicht danach aus. Das nehmen wir mit, das ist für Alchemie gut. Nein. Oh, Salz brauchen wir auch für Alchemie. Met nehmen wir mal mit. Wein, Wein. Dann geht's mal Treppe runter. Die haben ja eine Party gefeiert hier, oder? Eine Fresse. Bügeleisen, das brauche ich unbedingt. Hauptsache mir fällt nicht der Himmel auf den Kopf. Oder in dem Fall die Decke. Viel zu ruhig für meinen Geschmack. Also ich finde es ja einerseits ganz gut, aber andererseits, Seht ihr? Ist da jemand? Oh, der hat sich doch geduckt. Ich habe es genau gesehen. Aber jetzt mal im Ernst. Schleichen 91. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ist da jemand? Was war das? Das war zu hoch. Na, 4 Leute sind's, ne? Laut Radar. Bleiben wir hier im Dunkeln. Ich werde wohl etwas nervös. Sagen, solange mich keiner anrempelt, geht's aber immer noch. Elektromant. Was ist das denn? Was ist denn ein Elektromant? Das habe ich auch noch nicht gelesen. Da war vermutlich nichts. Stimmt, da war nichts.
Nix. Hier ist nichts. Ich liebe das. Ich werde wohl etwas nervös. Ja, du wirst nervös auf deine alten Tage. Ja. Ist da jemand? Nee, hier ist keiner. Muss man den Gift Trank, den das Gift so rum wieder erneuern. Ich weiß es nicht, was? Da heilt sich der Sack. Was war das? Das war ein Pfeil. Das solltest du merken. Was? Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Das ist ein scheiß Stahlpfeil, ne? Da. Tschüss. Oh, so früh gefreut. Jetzt aber. So. Alle denselben Plunder an hier. Unbedingt nochmal den Bogen verzaubern. Erinnert mich mal dran. Hätte ich jetzt was gesagt. Aber ich stream ja nicht. Ich muss dran denken, dass ich, wenn wir jetzt hier fertig sind aus der Geschichte, als erstes mal den Bogen verzaubern. Ich habe nämlich tatsächlich die wunderbare Seelenfalle gefunden. Das konnte ich entzaubern. Beschworenes Schwert, das haben wir schon. Das können wir verkaufen, das Buch. Kleiner Sack. Da ist noch Schrott drin. Oh, es kribbelt im Ohr. Moment. Hahaha. Oh, Alter. So. Der Aufstand von Erstburg. Von Mavus Sai. Dann blättern wir mal kurz. Ja, da kann man sich lange dran aufhalten. Ich habe tatsächlich auf Amazon die Tage gesehen, es gibt Bücher oder ein Buch, ich glaube sogar in mehreren Bänden, wo die Bücher aus Skyrim so drinne sind, in Papierform. Abgebildet. Das heißt, also nicht nur Skyrim, die gesamten Elder Scrolls Titel, die bis jetzt erschienen sind, wo es Bücher gab, da könnte man sich holen. Das kostet, glaube ich, so um die 50 Euro. Und das ist so ein Hardcover-Band. Da kann man sich das alles durchlesen, wenn man das möchte. Hüter der Steine von Gylfsig Tane von Bjorin. Keine Ahnung, wer das ist. Also man kann hier tatsächlich eine Weile verbringen. Das hätte man lesen können, aber ich weiß ja vorher nie, wie viel da drin steht. Das Lösegeld von Zarek. Band 1, also muss das viel sein. Uralte Sagen der Dwemer. Mhm. Interessant. So, die Dwemer sind ja auch schon vor etlichen Jahrtausenden verschwunden. Die Elder Scrolls Skyrim spielt ja in der vierten Ära
und Elder Scrolls Online in der ersten Ära und selbst da gibt es keine Zwerge. Also die haben sich vor langer Zeit aus dem Staub gemacht. Also die gibt es seit über 4000 Jahren nicht mehr. Gott, wie viel ist denn das? Geheimnisvolles Akavir. Verfasser unbekannt. Drachenland. Okay. Naja, man spielt auch tatsächlich ja immer auf dem Kontinent Tamaril. Der ganze Planet heißt ja Nirn. Ich weiß ja nicht, wie weit ihr euch auskennt mit dem Ganzen. Ich hatte das auch das ein oder andere Mal erwähnt. Aber es gibt halt noch andere Kontinente außer Tamaril. Oder Tamriel. Ich spreche es wahrscheinlich das andere war falsch ausgesprochen, denke ich mal. Und es wird halt wie in Büchern und so immer mal erwähnt. Aber hingekommen ist man da tatsächlich noch nicht. Meines Wissens nach. Da oben ist ein Ding, wo wir hin müssen. Beim ersten Mal. Sehr schön. Silberring, das. Bingo! Mächtiger Seelenstein. Sehr schön. Die werde ich brauchen fürs Verzaubern. Um noch so richtig schöne Rüstung und sowas zu machen. Oh, Eichenhut, den habe ich auch noch nicht. Oh, Verzeiht. Da knurrt der Magen. Ich will mal was essen nach der Aufnahme. Ich glaube, das lasse ich mal. Oh, ich glaube, ich habe da was aufgenommen, das kommt mir bekannt vor. Eine neue Hand berührt den Stern. Aha. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreat zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Begonnen, Morgengrauen, genau. Ja. Da haben wir den nächsten Dedra-Fürsten an der Backe. Das ist Meridias Stern, also wir haben es mit Meridia diesmal zu tun. Die Aufgabe von ihr, soweit ich weiß, wird getriggert, sofern man den Stern aufsammelt und der erscheint ab einem gewissen Level zufällig in irgendeinem Container, Truhe, was auch immer. Sofern man den mitnimmt, geht's dann los. Oh. Was war das? Nischt, mach dir keinen Kopf, schon vorbei. Wo ist er hin? Stahl durch das Frost, sehr schön. Menschliches Herz, na großartig. Das brauche ich hier unbedingt. Gut, ich bin eine Katze. Und daher. Biografie der Barentzia, Band 2. Oh, die Bücher, ne? Wenn ich die vorlesen würde, das würde mich umbringen. Allein das Blättern dauert ja schon einen kleinen Moment. Seht ihr, wie viele Seiten das teilweise sind? Na gut, gut, hier geht's gerade. Das Leben von Uriel Septim dem Siebten. Ich weiß gar nicht, welcher das ist, den man in Oblivion kennenlernt. Da lernt man auch einen Septim kennen. Ich glaube, das ist der sogar. Dritte Ära 368 bis... Ja, das ist tatsächlich der Septime.
Oh, Entschuldigung, ich werde müde. Ist schon später des Abends. Ich habe zwar frei, aber das schlaucht dann doch irgendwann. Bisschen was machen wir noch. Jo. Mitnehmen. Und noch eins. Die Herberge von der, die Herberge der Ahnenmotte. Verfasser unbekannt. Ich sag, das mache ich für euch hier. Für alle, die gerne sich mit der Lore mehr beschäftigen möchten. So.